So, liebe Freunde, damit moin moin, servus, grüß Gott, grüß euch und einfach nur halli, hallo, hallöchen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Der glorreiche Schwabe hier und heute gibt's Dokkan Summons 9th Anniversary Edition und zwar auf JP. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt mir doch noch einen JP-Account hochzuziehen, um da, ja, Units vorher zu haben, kann man jetzt nicht mehr sagen, ne? Aber um einfach ein bisschen Content auf Dokkan zu haben, wenn Global ein bisschen eintönig wird. Da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Vielleicht auch andere Setups machen, etc. pp. Und deswegen sammeln wir heute. Jetzt erstmal für Broly, dann Gogeta habe ich schon. Dann habe ich mir mit den. Ja. Mit den Stones geholt für ein dreimal Reroll. Vielleicht auch ein paar Mal mehr, sagen wir so. Soll sich ja lohnen, wenn ich schon JP anfange. Ich hatte meinen JP-Account aber nie verlinkt, deswegen war der weg. Und jetzt sind wir hier und machen Anniversary Summits für Broly. In der Hoffnung, dass noch Beast Gohan und Saiyamax dazukommen und man sich was richtig Schönes zusammenbasteln kann. Und ich für Global dann auch weiß, wo ich reingehen möchte. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, irgendwann kommt es ja dann mal zusammen. Und dann möchte ich auf JP einfach andere Teams spielen, wie ich es gerade auf Global tue. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt einfach Bock drauf und deswegen... Wir haben 400 Stones auszugeben und wir gehen jetzt erstmal in Broly rein. Wenn ich ihn einmal ziehe, würde ich auf Kopien für Gogeta gehen. Also die 400 Stones geben wir aus. Und wenn ich den Broly habe und die 400 Stones ausgegeben sind, dann schön entspannt warten, was Samstag zu Part 2 kommt und bis dahin sparen. Ja, wer von euch spielt Dokkan Battle JP? Ich muss das gleich noch ein bisschen leiser machen. Ah! Wer von euch spielt JP? Und so, ob das jetzt erstmal ein bisschen leiser gemacht war, das war schon ganz schön dolle laut. Ja, also die Summon-Animation sah jetzt erstmal gar nicht mal so gut aus. Nochmal die Frage, wie liefen eure Summons, wie findet ihr die beiden Units, wer ist eure Favorite Unit und freut ihr euch auf Part 2 und was sind eure Calls für Part 2? Glaubt ihr wirklich, ein B-Score ankommt? Sorry. So, ja. Mir ist mal wieder aufgefallen, wie, dass das gar nicht mal so leicht ist. Sehr schön, wir haben eine Animation. Dass es gar nicht mal so leicht ist, einen Account von Null aufzuziehen. Also, das dauert schon, bis ich wieder auf einem halbwegs vernünftigen Level bin, aber irgendwo macht es auch Spaß, tatsächlich. So, dann schauen wir uns doch mal an, was der Kredit uns bringen wird. Und vor allem, was für ein Team ich dann im Endeffekt nach diesen Summons dann bauen werden kann. Ich wollte gerade sagen, der Trunk sagt mir gar nichts, aber für den dürfte die Animation auch nicht gewesen sein. Okay. Kann Krillin auch nur 3 SSA bedeuten? Es sieht fast danach aus. Tatsache. Er hat mich enttäuscht. Und so sind halt die ersten 150 Stones dann auch erstmal weg. Wer weiß, vielleicht sagt das Spiel mir auch einfach, bleib bei Global, Bro. Auf der anderen Seite, ne, da ziehe ich ja auch nicht immer so überragend gut. Ich glaube, Worldwide mit Gohan und Trunks war da eine Ausnahme. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass der Gratis-Multi gönnt. Wie gesagt, am Anfang muss ich ja sagen, habe ich ja gesagt, ja. Muss ich ja sagen, haben mich jetzt die Units nicht so krass gehypt. Ne? Ich muss sagen, die Meinung habe ich dann mittlerweile doch ein bisschen geändert, nachdem ich mehr Animationen, mehr Showcase-Videos und Skills, was sie haben, hat sich die Meinung ein bisschen geändert. So ehrlich und fair muss ich sein.
Ich persönlich favorisiere trotzdem ein bisschen den Gogeta. Ich weiß nicht, dieser Target-Skill ist schon ein Game-Changer, schon ziemlich sexy, auch wenn overall wahrscheinlich Broly die doch etwas bessere Unit ist. Auf Global wird man sehen, wie ich da dann mit umgehen werde. Ob ich Part 1 überhaupt reingehe, weil machen wir uns nichts vor. Es könnte meine Animation sein. Oder auch nicht. Danke für nix. Machen wir uns nichts vor, wenn Bisco an zur Part 2 kommen sollte, dann werde ich da all in gehen. Oh wow, oder? Die Summons sind ja on fire. Oder so. Ja, ich hoffe, eure Summons liefen besser. Komm, ein bisschen Animation, mal ein bisschen Hype hier aufbauen. Nein, okay. Gohan kommt. Aha. Das klingt doch schon besser. Das klingt doch schon besser. Oh, ist er das? Das ist er, ne? Chi! Oha! Gerade noch gemotzt, ne? Gerade noch gemotzt und jetzt sollten wir eigentlich den Durchgang erstmal beenden. Bevor ich dann in Gogeta reingehe. Wobei ich glaube dann gar keine Stones mehr habe und die sind wichtig und richtig. Um in Gogeta reinzugehen. Aber jetzt so mittendrin aufhören ist auch irgendwie doof, oder? Jetzt warte mal, ist er das denn überhaupt? Nicht, dass das so ein Bait Broly ist. Nee. Das ist er. Ja, GG. Damit habe ich das erste Anniversary oder Part 1 erstmal durchgespielt. Werde jetzt noch hier den Durchgang beenden, dann den Rest noch in Gogeta reinhauen. Und dann war das jetzt doch, auch wenn ich sehr viel gemeckert habe, erfolgreich. Man muss halt einfach nur mal meckern. Das sind die Sprüche, die man hören will. Das sind die Sprüche, die ich hören will, liebe Leute. The Bates. Das meinte ich übrigens mit, ne? Das ist der. Hab mich schon zweimal gebaitet. Und jetzt war ich mir gerade wieder unsicher und er hat mich wieder gebaitet. Das ist frech. Oh. Dachte, das war schon der letzte. Ja, ich muss sagen, erstmal nehme ich die SSR grundlegend erstmal gerne alle an, die kommen. Bisschen was Hinterhand auf Global zu haben, schadet nicht. Auf Global, ja, auf JP zu haben. Schade natürlich nicht. Letzter Multi im Broly Summon. Piccolo? Dein Sohn hat gegönnt, warum gönnst du nicht? Dein Sohn kam auch alleine, das ist keine Ausrede. Ach du Heide. Gut. Pre-Multi können wir, glaube ich, durchskippen. Okay, Bait Boy kommt wieder. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon das vierte Mal gezogen. Diese Stelle gleich mal die Frage, kann der eigentlich was? Ich bin mir ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe den auf Global nie gezogen und nie gespielt. So. Das heißt, wir haben noch zwei Multis für eine Gogeta-Kopie. Wenn er kommt, kommt er. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich off dann noch diesen einen Multi, beziehungsweise die zwei Multis mal im Durchgang zu beenden. Und dann ist Part 1 für mich abgeschlossen. Ich habe noch genug Stones zum Farmen, wie gesagt, für Part 2 oder was auch immer da noch kommen mag. Und dann schauen wir mal. Bisco haben wir schon Knorke, muss ich sagen, ne? Aber ich kann mir tatsächlich auch Gammas und Zamax vorstellen. Aber, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch der einzigste Mensch auf der Welt, der auf dem Zamax gehypt wäre, ne? Muss ich ja auch mal sagen. So, letzter Multi des Videos. Gibt's noch einen grünen Abschluss? Na?
zumindest eine schöne Animation zum Abschluss. Wie gesagt, eine Gogeta-Kopie würde ich ultra gerne mitnehmen. Wie gesagt, zufrieden bin ich jetzt aber schon mal allemal, dass ich den beiden nicht so lange hinterherrennen muss. Ich damit einen sehr guten Start in meinem JP-Account eigentlich habe. Und jetzt müssen wir aber nur hoffen, dass ich auch durchziehe, ne? Ja. Man kennt's. Den habe ich jetzt auch schon das zweite Mal gezogen. Von dem habe ich tatsächlich nichts Gutes gehört. Bis jetzt noch Global, aber auch gar nicht. Vielleicht gibt es hier noch Global auch gar nicht. Da müsste ich jetzt lügen. Ja. Sei es drum, wer bist du eigentlich? Naja. Gut. Das waren meine Broly und Gogeta Summons. Ich habe den Broly einmal gezogen. Ich habe den Gogeta jetzt einmal gezogen. Hier auch einmal kurz der Proof. Ja, Gogeta ist schon da. Ich werde da jetzt auch gleich nochmal nach dem Broly schauen. Da ist er. Einmal das Wichtigste hier erledigen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich weiß, das ist jährlich gleich das Murmeltier. Ich versuche wieder ein bisschen Content zu bringen. Vielleicht nicht mehr ganz so krass, wie ich schon mal angezogen hatte mit in der Woche 5 Videos. Dafür fehlt mir einfach doch irgendwie die Zeit, auch die Energie und auch irgendwo auch ein bisschen die Lust. Ich mache das hier gerne, ich interagiere gerne mit euch. Aber ich habe größten Respekt für den Content Creator, die das nebenbei machen, nach stundenlang Stream, Studium, Arbeit oder sonstiges hier noch jeden Tag ein Video rauskloppen. Respekt dafür. Nichtsdestotrotz, ich versuch's. Wenn ihr mehr Dokkan Battle GP Videos sehen wollt, hauptsächlich natürlich jetzt am Anfang erstmal Summons, lasst mich gerne wissen. Wir werden, es wird nochmal ein Legend Summon Video geben, ja, ich bin nochmal reingegangen bei Super 17, ja, damit ist für diese Woche der Content quasi abgedeckt. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und in diesem Sinne, Ade, es war wunderschön.